Hallo Leute, heute gucken wir eine Demon Slayer Animation auf Deutsch. Und mal gucken, ob das witzig ist oder nicht witzig. Mal gucken. Der Typ scheint cool zu sein. Erstmal in die Beschreibung. Den verlinken und erstmal abonnieren. Ja, abonniert den mal. Der scheint cool zu sein. Wir gucken ihn mal an. Das wurde von euch empfohlen. Und dann gucke ich mal da rein. Es gibt zwei Videos, die wir uns anschauen. Und dann gönnen wir uns. Ein neuer auf Hook. So, jetzt. Ah! Oh, meine Gossenkrähe! Ein neuer Auftrag! Ich rieche mich zu ihm. Ich kann dir einfach sagen, wo... Ich schnüffel mal los. Du weißt doch gar nicht, wonach. Entschuldigen Sie, Sir. Oder Sie? Gott, oh Gott! Ich hab's! Warum bist du nur so? Demon Slayer und der krass traurige Dramatigkeits-Traurigkeits-Dämon Mensch-Tier-Vieh. Ich wusste, ich muss einfach nur dem Duft des wilden Tieres folgen. Du Trottel, das ist nicht der Dämon, sondern ein Pimmelaffe. Ich bin der Dämon, und zwar einer mit einer dramatischen Background-Story. Okay. Mein Bruder liebte sein Axolotl immer viel mehr als mich. Also musste ich selbst ein Axolotl werden. Oh. Und dann habe ich ihn gefressen. Wie Michael Jackson meine ganze Familie? Michael Jackson, das ist so durch. Das ist so übertrieben. Jetzt ein Girl. Oh. Habe ich dann Girl gehört? Er ist der Affe und wo kommt jetzt die Sau her? Redest du mit mir? Das wirst du bereuen. Redest du mit mir? Jetzt ist alles aus. So nennt mich Bolzenschwanz. What the fuck ist das? Weird, brutal und total eklige Attacke. What the fuck? Guck ich mir da an. Ich kann das nicht ertragen. Das ist so furchtbar. Oh mein Gott. Aus jeder Körperöffnung läuft Blut. Ich ersticke drunter. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Bleibt der so nervig? Mhm. Aber die Leute lieben's irgendwie. Ja. Oh, wir müssen kämpfen. Attacke, die super schnell ist, aber total unpräzise. Jetzt schon für 0 auf 15 Wasserschläge die Buh. Jetzt erst sehe ich ein, dass mein Bruder mich immer liebte und das Axolotl nur ein seltsamer und metaphorischer Ausdruck seiner Zuneigung zu mir war. Bestimmt. Nein, Mann, du hast mir die Beine ausgerissen und mein Blut getrunken, bevor du mir den Kopf zermatschtest. F*** kleiner Bruder, weißt du was? F*** dich. Bruder. Backstory Ende. Du hast doch gesehen, was Geschwisterliebe anrichtet. Also gib mir deine Schwesterliebe. Niemals. Netzko. Lass sie doch einfach schlafen. Kann sie ruhig. Das stört mich nicht. Nun halt endlich dein verschissenes Molestermaul und hol dir einen runter, klar? Sie hasst mich. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ja, ne? Schon unterhaltsam. Ja, also, da gönne ich mir gleich mal das zweite. Das ist richtig cool. Das ist mega cool, Leute. Dann gleich das zweite hinterher. Am besten keine Zeit vergessen. Ihr seid ja halb tot. Was? Neuer Auftrag für euch drei! Was ist mit euch passiert? Inosuke hier ist gekränkt, weil ihn ein Furry besiegt hat. Und mich hat eine Spinne gebissen und jetzt habe ich T-Rex-Arme! Und wer hat dich so zugerichtet? Das waren die Säulen. Säulen? Bitte, das klingt ja lächerlich. Wir sollten Säulen nicht bitte verletzen. Da waren die Säulen. Demon Slayer. Und das vollgemeinschwere Trainingscamp-Abenteuer. Und warum muss ich jetzt die Rehe ganz alleine machen? Blondie erholt sich noch von seinem Mückenstich. Schwimmbiss. Und das Wildschwein ist in seinem Stolz gekränkt. Ab jetzt sind die drei hier für dich zuständig. Oh, süß. Viel Spaß. Und? Wie war's? Die Hölle. Neuer Auftrag für... Ich würde dir ja gern beistehen. Dann tu's. Aber ich bin verletzt. Selbst ein Vogel ist nützlicher als du. Ah! Und
was ist mit dir? Ich habe einen emotionalen Breakdown ausgelöst durch die Erkenntnis meiner eigenen Schwäche nach der unerwarteten Niederlage gegen einen übermächtigen Feind. Darum muss ich nun über 3 Folgen einen inspirierenden inneren Monolog halten, der zeigt, wie ich die psychische Angeschlagenheit überwinde, um zu meiner alten Stärke zurückzufinden, sodass ich dich in einem unerwarteten Moment aus einer brenzlichen Lage retten kann. Tut mir leid, aber du wirst das Training erstmal allein fortsetzen müssen. Oh, am Arsch! Hey! Und? Wie war's? Ich wurde von ein paar Mädchen besiegt. Mädchen? Ein Wunder! Ich bin geheilt! Los, auf ein neues! Wuhu! Wir haben gewonnen! Ja, aber zu welchem Preis? Könnt ihr mich trotzdem weiter trainieren? Als nächstes bringen wir dir bei, wie du so stark in diese Kürbisflasche erstmal einblasen. Ganz schön staubig, das Ding. Ist das dumm? Ich bin immer noch zu niedergeschlagen. Vielleicht bist du auch einfach nur zu dumm dazu. Tja, aber es muss ja auch Verlierer geben. Bitch, dir zeige ich's! Neuer Auftrag! Da ihr als Einzige bezeugen könnt, dass ihr eigentlich noch lebt, findet Michael Jackson! Ich kann ihn erschnüffeln. Ich bin sicher seine Billie Jean. Hey, locken wir ihn doch einfach mit unserer genialen Musik. Erholt und fertig trainiert, ist unser Trio bereit für neue Abenteuer. Eure Idee. Ja, ist bereit für neue Abenteuer. Okay. Ja, das ist eine coole Animation. Die sind cool. Die haben was Cooles. Checkt den rothaarigen Typ ruhig ab. Hier, da könnt ihr abonnieren, ne? Da abonniert mal. Der Typ ist cool. Geht mal ran da. Ist schön. Ne? Haut rein. La